Moin ihr Lieben, wenn ihr dieses Video jetzt seht, dann hatte ich schon meinen ersten Ritt und ihr habt es ja schon, denke ich mal, mitbekommen, dass ich in Leipzig bin mit Holly, die jetzt hier auch abends schon ziemlich entspannt ist und gleich, denke ich mal, döst, wenn wir weg sind. Ich wollte euch ganz gerne mein letztes Training vor Leipzig jetzt zeigen, bevor nächste Woche die Vlogs dann losgehen. Und ich war bei Karl Brocks, das habe ich euch in dem letzten Video ja gezeigt. Und jetzt zeige ich euch nochmal das ganze Training und werde hier und da auch noch was kommentieren. You and I live day by day as time goes by. It's the price we pay. Just close your eyes. Sehr gut. Gut. Jetzt noch ganz klein Ding mehr mit Gesäß am Doppelbein. Sehr gut. Gut. So, das gleiche von rechts. Solche Cavaletti-Übungen fallen Holly eigentlich total schwer. An dem Tag war sie aber super bei mir. Und dadurch, dass ich die Verbindung auch mehr zu ihr gehalten habe und nicht so viel nachgegeben habe, war sie echt gut bei mir. Ideal. Sehr gut. Genau so. Okay, dann klein die groß, aber sie hat es gut umgesetzt. Ne? Nochmal. Und dann machen wir es mal einfach von der anderen Seite. Und gar nicht zu doll, gar nicht zu doll. Locker bleiben. Kein Problem. Nochmal. Dann geh einmal durch den Schritt. Guck mal einmal hier. Hier, wo das Gelb ist, hier wäre eigentlich die Mitte. Guck, und hier landest du immer, siehst du das? Du musst noch mehr versuchen, wenn du jetzt so rüberkommst, wenn du da im Absprung hältst du schon den rechten Zügel einfach so ein bisschen mehr dran, dass sie mehr in der Mitte bleibt. Versuch nochmal, und nimm einen kleinen Tick mehr auf, wenn ihr hingreift. Holly galoppierte super unter mir. Worauf ich aber ganz, ganz doll achten muss, ist, dass sie in der Landung nicht so weit nach links rüberkommt und ich da die Verbindung zu ihr halte. Sehr gut. Okay. Gut. Der Sprung war sehr gut. Jetzt hast du dir so einen kleinen Tick die Hand aufgemacht. Und dadurch hat sie dann funktioniert. Sie ist intelligent. Sie hat dann jetzt so zwei kleine Jungsprünge gemacht. Ne? Versuchen wieder die am Kavalier die Verbindung halten. Dann haben wir so ein bisschen mehr Sicherheit. Gut, und wieder aufnehmen. Dran sitzen, dran sitzen, dran sitzen, dran sitzen. Nicht schlimm. Nochmal. Auch wenn sie guckt, trotzdem Verbindung halten. Dadurch wird sie mutig. Wenn du die Hand vorschmeißt, dann ist sie schüchtern. Bei der Distanz musste ich darauf achten, dass ich vor allen Dingen weiter galoppiere, da der zweite Ochse auch zu gucken war. Gut. Komm, komm, komm. Gut. Und gerade aus der Hand.
Holly hat an dem Tag super Sprünge gemacht und dadurch, dass sie sich nicht so übersprungen hat, war alles in einem tollen Rhythmus. Keine Kondition? Nee, das ist eher Kopfsache. Dass ich mich konzentriere und dann das Atmen vergesse. Ist der Film da auch gleich? Ja, genau, das ist die Höhenluft. Der springt so hoch. Oder da ist auch irgendwie noch ein bisschen. Ein bisschen da oben. Wer ist die Frage? Willst du noch was hören? Ich bin eigentlich so zufrieden. Also vielleicht nochmal die Kombination vielleicht ein bisschen sinniger rein. Ja, genau. Dann, dann mach die Planke vorweg. Ja. Von links die Planke. Und dann gehst du aus und weiter mit einer Kombination. Aber jetzt machst du eigentlich schon mehr. Ja. Schön geschlossen halten. Gerade und lässt sich mehr fliegen. Ich war mit dem letzten Training vor Leipzig richtig zufrieden. Ich konnte wieder schön galoppieren und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und auch in dem Sattel konnte ich einfach gut sitzen und Holly hat sich auch sehr gut damit angefühlt.
Und jetzt möchte ich Holly in Ruhe lassen und sie dösen lassen. Morgen haben wir den zweiten Ritt und wie gesagt, ab Montag gehen die ganzen Vlogs aus dieser Woche online. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich habe geplant, dass die mal so abends ab 18 Uhr online sein werden. Und dann sehen wir uns. Bis dann. Tschüss.